Hi, meine Lieben, heute gibt es Neuzugänge. Die gibt es ja bei mir eher selten. Ich wollte ja auch eigentlich keine Neuzugänge mehr abdrehen, aber ich dachte mir, im letzten halben Jahr, beziehungsweise ich glaube, ja, letztes halbe Jahr kommt, glaube ich, hin, 6, 7 Monate ungefähr, habe ich jetzt keine Neuzugänge mehr gezeigt und seitdem ist natürlich einiges hier eingezogen. Es sind relativ viele Bücher tatsächlich, aber es ist ja auch ein halbes Jahr, also. Ja, ich kann mich jetzt auch nicht ein halbes Jahr lang zurückhalten und keine Bücher kaufen. Also das wäre sehr unrealistisch. Ich hoffe, wir kommen alle klar mit dem Lichtwechsel. Das Wetter ist heute sehr, sehr wechselhaft. Also es wird die ganze Zeit jetzt heller und dunkler werden. Das hier ist die, glaube ich, allerpassendste Einstellung, damit ihr mich überhaupt sehen könnt. Aber wir gucken mal. Ich wollte jetzt nicht das komplette Sonnenlicht aussperren und irgendwie das Zimmer abdunkeln. Dann sieht es auch wieder so unnatürlich aus. Also ich glaube, wir kommen klar so. Neuzugänge, was interessiert uns da das Licht, oder? Ich würde sagen, wir starten heute mit den Thrillern, Stephen King Büchern und so weiter, oder? Es gibt nämlich zwei Teile. Ich habe die Bücher übrigens nicht gezählt, also ich weiß nicht, wie viele Bücher euch tatsächlich in diesem Video erwarten werden oder in den Videos, aber wir fangen einfach mal an. Und zwar fangen wir an mit den ganzen Thrillern, Stephen King Büchern, Horrorbüchern, spannenden Büchern. Melanie Rabe ist da auch teilweise dabei, also let's go. Bevor wir aber mit den dicken Büchern anfangen, erstmal was ganz Kleines hier noch nebenbei. Das ist der Erlkönig, den habe ich mir auch gekauft, weil das eines meiner drei liebsten Gedichte ist. Und zwar, wenn ihr das wissen wollt, meine drei liebsten Gedichte sind Annabel Lee von Edgar Allan Poe. Das ist mein Top-Favorit. Der Panther von Rainer Maria Rilke und eben der Erlkönig von Johann Wolfgang von Goethe. Das sind meine drei allerliebsten Gedichte und am liebsten würde ich mir die Wände damit tapezieren, weil ich die so schön finde. Deswegen dachte ich mir, ich lasse diesen Neuzugang natürlich nicht weg, auch wenn es halt eher ein Bilderbuch ist und vielleicht nicht jeden interessiert. Es geht los mit den Stephen King Büchern. Wenn ich jetzt nicht irgendwie was hier vergessen habe hinzustellen, habe ich fünf neue Stephen King Bücher auf dem Sub. Zum einen habe ich mir im Laufe der Zeit Zwischen Nacht und Dunkel gekauft von Stephen King. Vor allen Dingen deswegen, weil da die Novelle 1922 drin ist. Hier ist 1922, Big Driver, faire Verlängerung und eine gute Ehe drin. Big Driver ist großartig verfilmt worden, 1922 sowieso. Faire Verlängerung weiß ich überhaupt nichts mit anzufangen. Und eine gute Ehe, A Good Marriage, ist auch verfilmt worden. Den fand ich aber sehr langweilig, den habe ich ausgeschaltet. Also es sind auf jeden Fall vier Geschichten drin und auf mindestens zwei davon freue ich mich megamäßig und die anderen werde ich halt mal sehen, was die so ja, für mich bereithalten. Das auf jeden Fall dazu. Es sind übrigens nur vier Stephen King Bücher anscheinend, weil hier hat sich noch ein Richard Layman reingemischt in den Stapel. Richard Layman, Die Jagd, ist bei mir eingezogen. Ich hatte das schon mal auf dem Sub, habe es dann irgendwann aussortiert, weil ich ja wirklich jetzt viele Jahre lang keinen Stephen King, Quatsch, kein Richard Layman mehr gelesen habe. Und jetzt habe ich mir das aber nochmal geholt, ganz neu. Weil ich es immer hatte mit ganz vielen Leserillen, immer nur gebraucht und ich wollte es halt neu haben und meine eigenen Leserillen reinmachen. Ich finde das immer irgendwie angenehmer. Und ich freue mich mega drauf, weil die Jagd habe ich damals begonnen und fand ich mega gut. Es geht da um Jodie, die ist ja, 16 Jahre alt und weil sie so clever ist, ist sie auch noch am Leben, zumindest bis jetzt, denn sie ist zu Besuch bei ihrer Freundin Evelyn und plötzlich ja, kommt eine Bande junger Killer ins Haus und richtet ein Massaker an und Evelyn überlebt es halt nicht, aber ja, unsere Hauptperson Jodie überlebt es. Gemeinsam mit Evelyns jüngerem Bruder gelingt ihr dann auch die Flucht und ja, die Jagd beginnt sozusagen, ne? Weil die Leute, die Mörder lassen sie natürlich nicht einfach so laufen. Ich fand es sehr gut geschrieben. Ich fand den Einstieg sehr spannend. Es ist Richard Layman. Es wird sehr trashig werden. Das ist kein Geheimnis. Aber ja, es sind noch so viele Bücher, die ungelesen sind von Richard Layman. Und ich muss jetzt langsam mal wieder reinkommen. Ab und zu geht sowas. Und ja, ich will die besten von ihm halt nicht verpassen. Das nächste Buch, jetzt geht es wieder weiter mit Stephen King, wie angekündigt, ist Der Anschlag von Stephen King in dieser wundervollen Birthday Edition. Ich liebe, liebe, liebe diese neuen Cover so sehr und ich hätte mir gewünscht, dass es noch viel mehr gibt.
Es gibt noch ein paar mehr, allerdings nur als E-Book. Und ich würde mir so sehr wünschen, die würden die noch als Taschenbuch rausbringen. Aber ja, die hier habe ich mir auf jeden Fall gesichert. Und im Anschlag geht es ja eben um einen Mann, der durch die Zeit reist und das Attentat an JF Kennedy verhindern soll. Und da gibt es ja auch eine sehr legendäre Liebesgeschichte in diesem Buch hier, wie mir immer mal wieder erzählt wurde. Und ich freue mich sehr darauf. Ich ja, empfinde für mich der Anschlag als eines der wichtigsten Bücher, die ich von Stephen King lesen sollte. So könnte man das sagen. Also den Anschlag will ich auf jeden Fall lesen. In meinem Leben. So, dann Stephen King, das Institut. Da haben wir jetzt wieder diesen ekelhaften Aufkleber vorne drauf. Ich zeige euch das Cover aber natürlich lieber richtig. Oh Mann, dieser Kleber klebt wieder sehr gut drauf. Manche kann man ja so gut lösen und manche hinterlassen jetzt so diese Stellen wie das da. Richtig ekelhaft, das klebt jetzt alles. Aber so sieht es schöner aus. Das Institut ist ja auch sehr durchwachsen bewertet, aber mir gefällt der Einstieg sehr. Ich finde, dass der Humor von King einfach sehr, sehr gut direkt wieder rüberkommt am Anfang. Und ich mag einfach diese Einstiegsszene in diesem Flugzeug, wo es heißt, ja, es muss jemand anders mitfliegen, jemand muss aussteigen und dann wird Geld dafür geboten und es wird immer mehr und die Leute lachen die aus und denken sie, Alter, ich will nach Hause, ich will nach New York. Und ich fand das irgendwie so bildlich schön wieder beschrieben. Ich hatte direkt einen Film vor Augen und das liebe ich bei Stephen King, dass man einfach direkt einen Film vor Augen hat. Es braucht dafür gar nicht viel und das liebe ich. Und ja, deswegen will ich das Institut lesen, weil mich einfach die Leseprobe so überzeugen konnte. Und hier geht es ja um Kinder, glaube ich, die gewisse besondere Fähigkeiten haben. Und ich weiß nicht genau, ob die als Kriegswaffen eingesetzt werden sollen oder sowas, aber ich glaube, so ähnlich wird die Geschichte laufen? Korrigiert mich gern, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich will es jetzt hier auch kurz halten und euch jetzt nicht die ganze Zeit mit Klappentexten belästigen oder so. Also das Institut ist jedenfalls auf meinem Sub. Genauso wie Christine in dieser Birthday Edition. Ich liebe es so sehr. Es sieht so schön aus. Ja, Christine hat übrigens nicht diese Klappe, kurioserweise. Ich weiß nicht warum. Doch hat's. Die ist nur nicht aufgeklappt. Ich dachte es schon. Weil die anderen sind angekommen mit ausgeklappter Klappe. Hier ist die Klappe. Also es gibt sie. Ja, Christine, ein Klassiker von Stephen King selbstverständlich. Ich glaube, jeder hat schon was von dem Auto gehört, das anfängt, Leute zu ermorden. Ich liebe es. Ich habe das mal als Hörbuch gehört. Aber ich glaube, ich habe es damals nicht beendet. Ich habe auch nicht so viel mitbekommen, weil ich habe da meine Wohnung damals gestrichen. Das war die alte Wohnung von mir. Und war da dann mit den Gedanken ständig abgelenkt und so und habe es halt wirklich stundenlang gehört, aber nicht wirklich viel mitbekommen. Und bei Stephen King und mir ist es immer so, die Hörbücher sind geil. Sie sind von David Nathan gesprochen, fast alle außer der Dunkle Turm und so. Und es ist ein Erlebnis jedes Mal, es ist wirklich toll, aber irgendwie passt es nicht so ganz mit mir zusammen. Also Stephen King gefällt mir immer ein bisschen besser, wenn ich es selber lese. Oder ihn selber lese, also seine Bücher halt eben. Ja, und deswegen werde ich Christine lesen, endlich. Ja, und für mich zählt es als ungelesen, weil ich, wie gesagt, nicht so wirklich viel mitbekommen habe, als ich das Hörbuch gehört habe. Und ja, ich kenne nur den Film, den fand ich gut, aber das Buch wird mit Sicherheit um Längen besser. Um noch kurz bei dem Thema zu bleiben, ich habe mir auch ein Buch von Joe Hill gekauft. Ich hatte das damals nach Erscheinen, glaube ich, in gebundener Ausgabe oder gab es das nur in broschierter, ich weiß es gar nicht mehr. Habe es dann aussortiert, ungelesen und ja, Joe Hill Fireman. Den Sticker muss ich auch noch abmalen, mache ich aber nicht jetzt. Das ist noch gerade so erträglich irgendwie wegen der Farbe des Covers, aber Joe Hill Fireman ist eigentlich eher bei mir eingezogen, weil ich es zufällig gesehen habe, weil mir die Leseprobe wieder zugesagt hat. Und obwohl ich mir nicht sicher war, ob ich es wirklich lesen muss, ne, dachte ich mir, komm, kauf es dir, bevor es es nicht mehr gibt. Weil es gibt diese Bücher nicht mehr neu. Und ich hatte super viel Glück, das hier gebraucht zu kriegen, ohne einzige Leserille. Es ist richtig gute Qualität, also es ist top im Schoß. Ja, da habe ich mir die für 6 € halt direkt gesaved.
In Fireman geht es um eine Seuche, die um sich greift und ja, die Zivilisation bricht halt eben zusammen. Diese Seuche wird Dragon Scale genannt, weil sie die Haut der Infizierten erst mit wunderschönen Mustern verziert, bevor dann die Körper in Flammen aufgehen. Also richtig krass irgendwie. Niemand weiß, woher diese Seuche kommt und so weiter und so fort. Und ja, man erzählt sich so Geschichten von einem Mann, der die Seuche in sich trägt und auf rätselhafte Weise kontrollieren kann. Man nennt ihn halt den Fireman und der ist dann natürlich die letzte Hoffnung für die sterbende Welt. Klingt also mega spannend und ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr viele gute Meinungen dazu. Also ich lasse mich überraschen, es wird aber wahrscheinlich noch sehr lange dauern, bis ich das wirklich lesen werde. Weiter geht es dann mit Melanie Rabe, der Schatten. Und tatsächlich habe ich mittlerweile auch alle Melanie Rabes, die es gibt, wieder hier. Der Schatten ist auf jeden Fall auch letztens bei mir eingezogen und ja, will gelesen werden. Ich will alle Bücher von Melanie Rabe lesen. Ich finde, dass sie einen unglaublichen Schreibstil hat, der sehr, sehr toll ist und sehr einzigartig. Und das mag ich natürlich sehr. Und ja, in Der Schatten geht es um eine junge Journalistin, die gerade von Berlin nach Wien gezogen ist, um ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Und sie begegnet dann einer Bettlerin auf der Straße, die ihr die Worte entgegenspuckt: Am 11. Februar wirst du am Prater einen Mann namens Arthur Grimm töten. Sehr interessant und es dauert auch nicht lange, bis tatsächlich ein Arthur Grimm in ihrem Leben auftaucht. Und ja, sie kriegt es natürlich mit der Angst zu tun und so weiter und keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Ich finde, das klingt so mysteriös und gut und ich habe so das Gefühl, dass das einer meiner nächsten Thriller werden könnte. Was auch hoffentlich nicht lange auf sich warten lassen muss, ist Michaela Kastel verirrt. Michaela Kastel kennen manche vielleicht noch aus meinen Videos von dem Buch oder zu dem Buch Ich bin der Sturm. Leute, dieses Buch ist eins der besten meines Lebens. Wirklich, das war eine Farce. Aber in der positivsten Art und Weise, das war eine Achterbahnfahrt durch alle Gefühlslagen. Es war unglaublich und man hatte kaum irgendwie Zeit zum Durchschnaufen. Wow, es war der Wahnsinn. Und ich erwarte mir natürlich auch von den anderen Büchern von Michaela Kastel dementsprechend viel, weiß aber eben auch aus einem kurzen privaten Austausch, dass die Bücher nicht ganz so krass sind wie Ich bin der Sturm, weil es einfach schwierig ist, sowas sehr Kontroverses, Direktes zu veröffentlichen für die breite Masse. Es trauen sich Verlage eben oft nicht und das da ist dann eher so in die klassische Richtung eines Psychothrillers, sage ich mal. Aber man spürt halt eben direkt ihre Sprache. Ihre Sprache ist halt eben direkt wieder am Start. Und das ist es auch, warum ich ihre Bücher so mag oder warum ich alle von ihr lesen will. Weil das alles irgendwie besonders ist. Das hat eine Poesie, das hat eine sehr literarische Seite. Wundervolle Sprache einfach nur. Wundervolle Sprache. Ich habe auch schon reingelesen in die ersten paar Seiten und habe mir da schon wieder jede Menge markiert. Also da freue ich mich sehr darauf, das bald hoffentlich weiterlesen zu können. Dann habe ich mir Whalefall gekauft aus dem Festa Verlag von Daniel Kraus. Das ist dieses Buch hier. Ich finde das Cover so, so toll. Das hat mich direkt angezogen und ich dachte mir, ich muss die Leseprobe lesen. Und es geht auch um ein sehr interessantes Thema natürlich, denn sonst hätte ich das Buch ja nicht gekauft. Es geht nämlich darum, dass ein Mann in einem Walbauch gefangen ist. Und wie wir wissen, gibt es eine gewisse nachgewiesene Zeitspanne, in der man in einem Walbauch als Mensch tatsächlich überleben kann. Und ob er überlebt oder nicht, wird man natürlich erfahren, wenn man dieses Buch liest. Ich habe da auch direkt, nachdem ich es bekommen habe, reingelesen. Aber es war dann nicht so der richtige Moment für mich oder für uns, für mich und das Buch. Es war direkt so deep und irgendwie so eine ganz bedrückende Stimmung. Und man hat sich schon gefühlt, als wäre man unter Wasser irgendwie. Das war irgendwie nicht so richtig für mich im Sommer. Ich denke mal, dass ich das dann vielleicht im Winter nochmal probieren werde damit. Aber auf jeden Fall vom Schreibstil her und so scheint das sehr gut gemacht zu sein.
Dann haben wir zwei Bücher vom selben Autor, die wir auch zusammen abhandeln können, und zwar Ivar Leon Menger. Da habe ich zum einen Finster, sein neuestes Buch, in dem es um verschwindende Jungen in einem Ort geht und um einen Kommissar, der eigentlich schon im Ruhestand ist, der aber noch eine Rechnung mit dem Entführer offen hat, den man damals schon gesucht und nicht gefunden hat, und man macht sich halt eben jetzt dann mit dem Kommissar wieder auf die Suche. Und es wird übrigens in ganz, ganz vielen Perspektiven geschildert. Also ich glaube, es sind 12 oder 13 Stück. Also sehr interessant auf jeden Fall, wie das dann gemacht ist. Und dann von Ivar Leon Menger Angst. Das ist sein Stalker-Thriller. Ich glaube, der spielt in Berlin oder so. Es geht um Viktor, an dem stimmt irgendwas nicht. Das merkt Mia ziemlich schnell, auch schon beim ersten Date. In den Tagen darauf geschehen dann ganz merkwürdige Dinge und irgendwann lässt sich das halt alles nicht mehr mit Zufall erklären. Und die anfängliche Beunruhigung, wird halt dann zu einer lähmenden Angst. Aber Mia beschließt, den Spieß umzudrehen und ein tödliches Spiel beginnt. Also das finde ich sehr, sehr cool. Das ist halt nicht so bei dem klassischen Stalker-Roman irgendwie bleibt, sondern sie dreht den Spieß um und ich bin da super interessiert dran, da freue ich mich sehr. Das ist auch ziemlich dick irgendwie, wenn man das so vergleicht. Vielleicht sind aber auch die Seiten nur so fett. Ja, knapp über 430 Seiten, das geht eigentlich. Ne? Wir machen weiter mit noch einem Melanie Rabe-Buch, und zwar Die Wälder. Und das ist natürlich ein super geniales Herbstbuch oder auch für den Winter, glaube ich, richtig gut geeignet. In diesem Buch geht es um Nina, die erfährt, dass ihr Freund aus Kindertagen unerwartet gestorben ist, und für sie bricht halt dann eine Welt zusammen. Vor allen Dingen deswegen, weil sie erfährt, dass er sie kurz vor seinem Tod noch manisch versucht hat anzurufen. Und er hat ihr eine Nachricht hinterlassen, nämlich, dass sie in den Wäldern nach seiner Schwester suchen soll. Das ist also quasi so sein letzter Wunsch an Nina gewesen. Aber die Frage ist, ob Nina wirklich in die Wälder zurück will und in das Dorf, das sie eigentlich nie wieder betreten wollte. Warum und wieso wird hier halt eben noch nicht gespoilert. Und ich finde das auf jeden Fall sehr gut, weil ich finde das alles sehr mysteriös, und mysteriös ist immer spannend. Deswegen freue ich mich sehr auf Die Wälder. Wir kommen zum Abschluss dieses Genres und dieses Neuzugänge-Videos noch zu drei fantastischeren Werken. Anfangen werden wir mit When the Moon Hatched, Die Auserwählten von Sarah A. Parker. Das ist dieses Buch hier. Das habt ihr bestimmt bei den Fantasy-BooktuberInnen und so weiter schon des Öfteren gesehen. Mir persönlich ist das einfach im Internet irgendwann begegnet und ich fand es sehr, sehr spannend, weil dieser Schreibstil irgendwie anders war. Mir hat die Leseprobe von diesem Buch sehr gut gefallen, mir hat der Schreibstil sehr gut gefallen, mir hat der Weltenaufbau am Anfang sehr, sehr gut gefallen. Ich fand das alles so spannend und interessant und neu und besonders, und deswegen musste ich es kaufen, obwohl ich eigentlich gar kein Fantasy-Leser bin. Und auch kein Young Adult oder New Adult Fantasy Leser bin. Und oh. Aber ich konnte da wirklich nicht anders. Und Leute, guckt euch an. Da gibt es übrigens noch eine Charakterkarte. Ob ihr die noch kriegt, weiß ich nicht. Bei mir war die auf jeden Fall noch drin. Guckt euch das an. Seht ihr das, wie das hier aussieht? Es ist wunderschön. Es ist wirklich wunderschön. Aber das hilft natürlich nichts, wenn das Buch langweilig oder doof wird. Ich bin kein Fantasy-Leser. Ich weiß nicht, wann ich es lesen werde, ob ich das durchziehen werde. Aber ich konnte nicht anders. Ich konnte da wirklich nicht Nein sagen. Dann zwei Bücher, die auch auf meiner Herbstliste stehen, die ihr vielleicht in dem letzten Video dann schon gesehen habt. Oder in dem vorletzten oder jedenfalls in meiner Herbstleseliste. Erin Morgenstern, Das sternenlose Meer. Ja, das ist eines der Bücher, die ich gerne im Herbst lesen würde. Es geht hier um Zachary Ezra Rawlins, und der geht jeden Tag gerne in die Uni-Bibliothek und liest alle möglichen Bücher, bis er dann irgendwann auf ein Buch stößt, das seine eigene Geschichte erzählt. Für Zachary eröffnet sich dadurch eine Art magische Tür in ein Abenteuer, bei dem er die Liebe seines Lebens finden wird. Also ich bin sehr gespannt und freue mich. Ja, und das letzte Buch für dieses Video ist Das Labyrinth des Fauns von Cornelia Funke und Guillermo del Toro. Del Toro, weil er ja halt die Filmvorlage praktisch geliefert hat für dieses wundervolle Buch hier, nämlich Pans Labyrinth. Und wenn ihr Pans Labyrinth kennt, super, lest das Buch, das ist bestimmt auch gut.
Wenn ihr den Film nicht kennt, kann ich euch jetzt auch nur zitieren, was der Klappentext hier hergibt, ne? Weil ich habe den Film das letzte Mal gesehen für wahrscheinlich 15 Jahren oder so. Ich habe den auch zum ersten Mal da gesehen. Ich habe ihn nur einmal gesehen und ich will ihn gerne nochmal sehen, aber erst will ich dieses Buch lesen. Und das Ganze spielt in Spanien 1944. Ophelia zieht mit ihrer Mutter zu ihrem neuen Stiefvater in die Berge. Der ist da mit seiner Truppe stationiert und ihr Zuhause umgibt ein mega Wald, einfach ein riesengroßer Wald. Und das ist aber nicht nur ein Wald, sondern eben auch ein Königreich voller verzauberter Orte und magischer Wesen. Und unsere Ophelia trifft dann eben den geheimnisvollen Faun, der dem Mädchen drei Aufgaben stellt. Und wenn sie diese drei Aufgaben lösen kann, dann ist sie die lang gesuchte Prinzessin des Reiches. Und ja, so um diese Dinge geht's halt. Also ein ganz, ganz fantastisches Buch im wahrsten Sinne des Wortes. Und darauf freue ich mich sehr. Das ist fest im Herbstplan drin. Und ich hoffe sehr, dass das auch dann wirklich klappt. Ja. So, damit sind wir durch mit diesem Teil des Videos. Ich glaube, wir beenden das hier. Und die anderen Genre, die literarischen Bücher, die gibt es dann im nächsten Video. Ich hoffe sehr, dass ihr da auch wieder einschalten werdet, weil da gibt es so, so viele tolle Dinge, auch Neuerscheinungen. Ich kann es kaum erwarten, euch die zu zeigen und kann es auch kaum erwarten, die endlich zu lesen. Also schaut unbedingt auch im nächsten Video vorbei. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben. Das wird mich sehr unterstützen und meinen Kanal fördern und natürlich auch mir die Möglichkeit geben, weiterhin diese Videos zu machen. Und ich danke euch fürs Zusehen. Ich danke euch dafür, dass ihr diese schrecklichen Lichtverhältnisse hier durchgehalten habt. Ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr gestört. Und ja. Bleibt gesund, lest schön viel, meine Lieben. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.